Hallöchen, wir sind heute in der Bahnhofstraße 4 und zwar wollen wir mal wieder Gassi gehen, das zweite Mal gerade erst, von einer Logopädin, genau, und zwar diese Logopädin da oben, das ist die Frau Hundertmark, Alexandra Hundertmark, die ist in der Bahnhofstraße 4 in Quedlinburg. Das ist hier die Bahnhofstraße, hier ist gleich die Bahnhofsapotheke und hier hinten über den Hof geht es dann rein. Also wenn einer eine super kompetente, echt liebe, nette, coole Logopädin sucht, die echt geduldig ist auch noch dazu, kann die echt nur empfehlen. Und zwei super süße Hunde, die holen wir gleich ab. Und was wir noch sagen wollten unbedingt ist, wir möchten erstmal uns bedanken bei Natascha S. Janicki. Ja, und von Martin. Den Matthias Henze, genau, für die super Kommentare und den Just Crafter LP, super sind. Ja, ganz lieben Dank. Und ja, genau, hier über den Hof ist der Eingang von der Logo, nicht klingeln. Ja, Hausbesuche macht sie auch übrigens, genau, wer zum Beispiel nicht kann, kleinere Kinder hat, wo er nicht weg kann oder nicht laufen kann oder so, kein Problem. Also die macht alles möglich, die macht terminlich auch alles möglich, die ist echt mega. Und wir holen jetzt die zwei süßen, wundersüßen Hunde ab. Elli! Ja! Nein! Oh. Fein, Elli! Elli! Prima! Wow! Tigo hat keine Lust, mit dem Ball zu spielen. Wir gehen jetzt gleich zur Bode, ja! Ja, Schnucki? Ja. Elli denkt, das ist ein Leckerli. Elli. Ja, das kann man essen, ja? Was? Halte nicht so, kannst du ruhig ein bisschen länger halten, Schatz. Also die Leine ein bisschen länger. Jetzt. Große, passt auf. Der große Bruder. Ja, Chico? Hey, Elli. Hat alles im Blick. Wo ist denn die Gier? Da. Mama. Ja, ich hab's gerade. Geh schön langsam. Schön ruhig bleiben. Das. Jetzt guckt ihr mich alle drei an. Dann gehe ich mal vor und komm. Jetzt sieht sie. Na, ich wollte euch ja mal filmen. Ja, Chico, Mama Chico. Ja. Wenn ich schneller werde, werdet ihr auch schneller, ihr Süßen. Ja, das läuft doch super mit euch. Guck mal, wie schön du das machst. Lass langsam. Lass nur ruhig schnuppern, wir haben noch Zeit. Wir haben noch viel Zeit. Ja. Wie viel Uhr ist das eigentlich? Keine Ahnung. Ja, ich guck gleich, wie viel Uhr es ist. Ja, der Niki ist hingefallen, der hat sich mit Elli vorhin auf der Wiese gerammelt. Kommt ihr zwei. Hey! Na los!